Ja, es geht um den Backstein, auch bei Christina de Medel. Nein, überhaupt gar nicht. The Perfect Man von Christina de Medel. Christina de Medel ist eine Magnum-Fotografin, 45 Jahre, ich hoffe, ich habe das richtig errechnet, spanischen Ursprungs und lebt in Mexiko. Sie gibt uns wirklich in diesem Buch ein Konvolut von unfassbar unterschiedlichen Ebenen, wie wir das eben auch schon hatten, wie wir lesen sollen. Es basiert alles auf der Idee, dass ein Inder, als er 16 war, einen Charlie Chaplin-Film gesehen hat, und zwar fünfmal hintereinander an einem Tag, statt zur Arbeit zu gehen, und zwar den Gold Rush. Ich habe mir den tatsächlich heute Morgen nochmal angeguckt und es hat mir tatsächlich auch ein Stückchen geholfen. Was ist zu sehen in diesem Buch? Es geht darum, dass durch diesen Herrn, der den Film gesehen hat, ein Charlie Chaplin-Imitatoren Community entstanden ist und die 45 Jahre später die größte Community für Charlie Chaplin-Imitatoren weltweit ist. Und gibt uns jetzt eben Bilder, die sie selber gemacht hat, von vor Ort, von dieser Community, wo es eben ganz viele Charlie Chaplin-Imitatoren gibt. Und sie gibt uns aber auch noch Folgendes: Zeichnungen von Händen, die sie gemalt oder die gezeichnet worden sind, und Found-Footage-Material von Männern, sowohl als Einzelporträt als auch in Gruppenporträts, die sich entweder nicht berühren oder aber auch berühren oder auf eigene interessante Art und Weise berühren. Dann gibt sie uns Schriftkommentare, wo es hauptsächlich darum geht, wie sich Männer in der indischen Gesellschaft verhalten oder aber auch Frauen in der Gesellschaft verhalten. Und dann gibt es noch zwei sehr prägnante Einleger, die möchte ich gerade mal hier, ne? Die sind ganz andersartig auf einmal. Die sind viel kleiner und haben auch eine andere, ja. Naja, nicht ganz Haptik, aber sie sehen etwas anders aus, sind matt im Gegensatz zu glänzend, ein anderes Papier. Und da drin, also die gibt es zweimal, diese Einleger, und einmal werden hauptsächlich Männer gezeigt und beim anderen Mal werden hauptsächlich Frauen gezeigt. Ich sage das so, weil es wirklich meiner Meinung nach, das Buch heißt ja Der perfekte Mann. Es geht meiner Meinung nach um das Verhältnis von denen. Haben mich noch was vergessen, was abge. Genau. Es wird auch diese Männer in dem ersten Einleger werden vermessen. Ich weiß jetzt nicht aus arzttechnischen Gründen oder aus anderen Gründen. Jedenfalls sind das Bilder, die ein bisschen verstörend sind. Und dann hat sie noch Männer selber fotografiert und koloriert und die sind blau. Und das ist jetzt die Quintessenz meiner Zusammenfassung. Was sie daraus gemacht hat, ich habe lange gebraucht, ich habe viel gelesen, ich habe viel, was ich nicht gemacht habe, ich habe keine Worte von ihr selbst durch irgendwelche anderen Medien zu mir genommen, um frei davon zu sein. Ja, ich bin überrascht, wie ihr das fandet. Ich bin am Ende zu einem sehr guten Entschluss gekommen und es geht wirklich meiner Meinung nach um das Verhältnis von Männern und Frauen in Indien. Also ich habe mir sogar Modern Times noch angeschaut, weil sie nämlich in einem Interview gesagt hat, der Anfang des Buches sei im Prinzip wiederum wie bei Faulkner vorhin, von dem Film inspiriert. Und deswegen dachte ich, das schaue ich mir jetzt an und schaue mir Modern Times an. Ah, Und ich konnte dann nicht mehr ich habe mir aufhören. Gold Rush Ich konnte nicht mehr aufhören. Es war so angeguckt. spannend. Ja. Ja. Und was ist deine These dann dazu? Also mir geht es mit dem Buch, so wie Oliver es vorhin beschrieben hat, es gab phasenweise, wo ich habe wirklich sehr viel Zeit gebraucht damit, wirklich viel. Phasenweise fand ich es furchtbar überschätzt und langweilig und sonst was. Dann fand ich es wieder total genial. Also ich schwanke ständig hin und her. Ich finde nicht, dass es The Perfect Book ist vom Perfect Man, aber ich finde doch, es hat echte Qualitäten. Ich sage nur eine ganz kurz. Am Anfang werden wir irgendwie in der Illusion gewogen, es ginge um diese Charlie Chaplin-Männer. Diese Charlie Chaplin-Männer verschwinden im Buch plötzlich. Wenn die Charlie Chaplin-Männer weg sind, dann kommen plötzlich
nur die Männer und ihre Rollen in der Gesellschaft. Also plötzlich geht es von diesem, diese Charlie Chaplin-Männer haben oft so einen Spruch hier oben, nämlich be happy, be good. Also gut sein und fröhlich sein. Und dann kommen plötzlich diese Männer in dieser Industrie und danach kommen die Frauen. Und dieser Dreisprung, der geschieht so ganz, ganz fast unmerklich und man muss wahnsinnig oft hin und her gucken und so. Und das ist ein ziemlich geschickter Trick, den sie macht. Das finde ich ziemlich imponierend. Warum will ich jetzt nicht, weil ich nicht so lange reden will, machen wir nachher. Also ich finde das ziemlich schlau, was sie da alles macht. Also vielleicht noch, es gibt so viele schöne Ebenen in dem Buch. Also es ist auch ein wahnsinnig gekünsteltes Buch, weil das Blau bedeutet natürlich einerseits, das ist die Farbe der Arbeiter, Blue Color Work. Es ist gleichzeitig die Farbe der erleuchteten Gottheiten. Also die spirituell besten Gottheiten sind blau. Gleichzeitig ist es irgendwie Leute, die ersticken, weil sie einen blauen Kopf haben und so weiter. Es gibt diese Gesten da drin. Es geht dann ja ganz explizit auch, ob man sich berühren darf, dass sich Männer berühren dürfen, Frauen aber nicht. Also genau. Die Männer, die Frauen aber nicht und so weiter. Also ich habe mich jetzt ziemlich mitgenommen, also reingezogen dann nach einer Zeit. Ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder einen Color Key gesehen, wo ich dachte, wow, kann man das noch machen? Die meisten Color Keys so in den 80er Jahren, ne, Bild komplett auf Schwarz-Weiß ziehen und eine Farbe draußen lassen, kann man heute noch bewundern bei der Fotocommunity. Ich habe gedacht, Color Key geht gar nicht. Nein, ich finde es furchtbar, also Color Key. Und dann die Männer blau anmalen, da denke ich mir, ja, das ist so ähnlich wie gerade bei den Bricks, dann denke ich mir, boah, echt so eine schwere Symbolik, wird es jetzt dadurch besser? Nein, ich glaube nicht. Und ich habe mir irgendwie so die Genese mal durchgelesen, dass sie halt erstmal irgendwie guckt, da ist halt so ein Charlie Chaplin-Fanat und dann will sie da hin. Das ist ja visuell auch interessant, würde ich als Fotograf dann auch hinwollen. Und dann ist sie aber dahin, dann hat sie aber, als sie dann da war, festgestellt, dass hier ständig die Männer hinterherlaufen. Das fand sie dann viel spannender, weil sie irgendwie so als Weiße in Indien da irgendwie von den Männern und sie wusste gar nicht, was ist denn da los. Und auf einmal hat sie ihren Kulturcrash und auf einmal findet sie das viel spannender. So hast du das gefühlt. Ja gut, Das hat sie selber gesagt. Hat sie genau so gesagt. Okay. Genau so. Sie sagt ja auch wirklich, das ist die Sicht von außen auf eine hermetische Welt, wie wir eine weiße europäische Sicht, westeuropäische Sicht. Ja, und ich glaube nicht, dass sie sich Welt da wirklich haben. Irgendwie dem wirklich annähert. Und die Frage ist auch, ob will ich mich dem annähern? Also willst du jetzt wirklich diese Männer da mit Charlie Chaplin fotografieren? Dann hat sie die halt vergessen. Auf einmal ist das andere wichtiger. Und dann sehe ich auf einmal die Männer. Dann fällt ihr nichts Besseres ein. Oh, die armen Männer, die müssen ja arbeiten. Das sind ja gar keine Götter, aber ich male sie trotzdem blau an. Jetzt muss das aber auch noch irgendwie spannend sein. Und dann kriege ich so Bilder, wo ich dann an Salgado denke, die Arbeiter, wo dann die Hände von den Arbeitern aus den Maschinen kommen, wo ich denke, ja, den kann man jetzt auch zitieren, aber ehrlich gesagt, schade, dass er den zitiert, weil dessen Bilder über Arbeiter und jetzt nicht nur in Indien, sondern weltweit, das ist so dermaßen genial und den jetzt einfach nur zitieren und dabei dann die Inder blau anmalen, das finde ich echt. Also wir müssen mit dem Blau ein bisschen langsamer vorangehen, möchte ich gerade mal erwähnen. Also Blau ist einerseits, wie sie sagt, die Farbe der Arbeiter, weil die früher eben blaue Hemden getragen haben. Ja, nee, ist nicht klar, weil es gibt nämlich auch noch das Blau von Vishnu und Vishnu ist eine Gottheit. Habe ich gerade schon gesagt. Genau. Und das, aber deswegen ist es nicht gleichzusetzen. Also sie macht. Na, aber ich finde es einfach ein billiger. Aber wenn sie die ausmalt in dem Buch. Und wenn sie dann Salgado zitiert in Bildaussagen, dann aber mit so einem einfachen fotografischen Trick arbeitet, der echt seit den 80ern mir Zahnschmerzen macht, dann wird es nicht besser. Das hat ja noch die inhaltliche Ebene, weil sie sagt ja... Ja die armen Männer, die müssen arbeiten, dann kommen sie nach Hause und da müssen sie auf einmal der starke Mann sein. Und ja, das ist ein Problem. Hm. Aber ist das jetzt fotografisch gut umgesetzt? Nein, also ich finde, es basiert ja alles darauf, auf den Gold Rush und es heißt The Perfect Man. Und im Gold Rush ist Charlie Chaplin wirklich diese Rolle und ich beziehe mich jetzt hier mal auf dieses Titelbild, weil ich wusste auch nicht, bezieht es sich darauf, dass die Männer stark sein sollen und nicht können oder bezieht es sich auf die Rolle von Charlie Chaplin in diesem Film. Und Charlie Chaplin in diesem Film ist der Gentleman schlechthin, der nämlich sich auch, also alle Rollen drumherum sind Männer in allen Klischees, die morden, rücksichtslos sind und die Frauen betatschen und die Frauen einfach nur haben wollen. Und Charlie Chaplin spielt in diesem Film die Rolle von demjenigen, der sich zurückhaltend ist, der alles für die anderen Männer auch tut. Das spielt im Schnee wo sie eben diese Gold Nuggets suchen wollen und der dafür sorgt, dass die Truppe zusammen bleibt und
naja, auch irgendwie überlebt, auch er, dass er überlebt. So, und da, auf dem Titel sehen wir nämlich nicht nur Charlie Chaplin, sondern wir sehen auch ein halbes Huhn. Und ich habe mich immer gefragt, wo zum Teufel kommt dieses halbe Huhn her? Ja, genau, aus dem Bild, aber warum ist es da reingeraten? In diesem Film passiert Folgendes. Das ist meine Idee. Ich weiß nicht, ob es stimmt. In diesem Film passiert Folgendes. Die haben Hunger. Die sitzen in einer Hütte, zwei Männer, und kämpfen ums Überleben. Und plötzlich denkt der eine, ich brauche was zu essen. Jetzt sieht mein Kumpane sehr lecker aus und sieht in Charlie Chaplin ein Huhn und versucht, den zu erlegen. Und läuft ihm hinterher. Und diese Vision, wie der als Huhn da ständig rumläuft und immer sagt, nein, aber du kannst mich doch nicht essen und so weiter und so fort. Ich bin doch dein Kumpan. Das, glaube ich, wird hier gespiegelt, dass die Frau, dieses Bild ist ja am Ende nochmal zu sehen, man sieht, dass eine Frau ein Huhn festhält. Und ich glaube, dass Charlie Chaplin, der ideale Mann, der eben so sanft zu den Frauen ist und so nett und der Gentleman ist, hier gehalten wird. Jetzt frage ich mich natürlich, ob entweder gehalten wird als idealer Mann oder gehalten wird als wir bringen ihn zum Schlachter. Das weiß ich nicht, das sei dahingestellt. Ja, aber so habe ich mir das interpretiert. Das war jetzt schon echt Turn. Das war ein einmal. Ich würde gerne einen Metasatz sagen. Ich finde, die Diskussion ist jetzt noch zu sehr in den Details, die wir auch noch sagen. Ja, aber wie es insgesamt funktioniert, das haben wir noch zu wenig rausgearbeitet, ehrlich. Genau. Ja, und ich finde, wir noch mal versuchen. Das hat total viele Brüche, das kommt nie auf den Punkt. Das springt von einer Setzung zur nächsten, auch von den Bildern, von den Papieren her. Also ich war nicht überfordert damit, ich war dann an dem Punkt total gelangweilt, so, und total so in dem, was die Christina de Medel eigentlich total toll kann, ist eigentlich absurde Geschichten wie Afronauts halt, die so irgendwie gar nicht wahr sein können, dann doch wahrzumachen, indem sie dann, und am Ende bei diesem Raumfahrtprogramm von Afronauts sitzt da ein Blinder und steuert diese Raketen, die es nie gab und so, und das, man denkt immer, gab es das jetzt nicht? Und hier ist es so, wo ich mich dann frage, will ich wirklich so ein, also so eine Art künstlichen Setzung, die sie schafft, folgen mit teilweise, wie ich finde, sehr, sehr auch mittelmäßiger Fotografie, teilweise auch vielen Zitaten bis hin zu Antoine d'Agatat in diesen offenen Papierbildern, dieser Vermessenen, wo sie einfach alles zusammenschmeißt. Und am Ende geht es dann um die Geschlechterrollen in Indien, wo ich dann sage, so, okay, stopp, das ist einfach alles gar nicht in Wirklichkeit da. Da hast du eine Vision gehabt und hast das alles zusammengebaut und dann auf diesem ganzen blauen Papier. Oh, das ist wie bei Schlümpfer, wenn du fast so ist. Ja, das ist ganz anstrengend. Bei den Bildern, die sie selber macht, jetzt von Footage-Sachen und irgendwie diesen antiken Bildern von, wie Inder sich damals gesehen haben und doch mit Turban und jetzt sind sie Arbeiter und welche Bezüge ich da alles nicht kriegen kann. Und ich finde, das ist schon auch geil gemacht, also wie die Sachen gegeneinander gesetzt sind. Also das finde ich schon sehr, sehr schön an dem Buch. Aber wenn ich mir die Bilder angucke, diese Macht von Indern, die arbeiten, die dann irgendwie... Ich weiß nicht, es gibt irgendwie auf Instagram Planking. Also ich lege mich halt da hin und ja, das ist aus Modern Times und dann läuft er durch die Maschinen und dann machen die halt immer ständig irgendwie absurde Sachen und sind dann blau angemalt. Und ich glaube, ich kriege 50 Mal irgendwie genau diese eine Idee. Dann denke ich, ja. Es geht nie in die Tiefe. Es geht nie wirklich in die Tiefe, finde ich. Das stört mich total. Die Schrift sagt was anderes. Ne? Da bin ich halt auch verwirrt an dem Punkt, weil es geht ihr darum zu sagen, man kennt aus den Inder nur als den Arbeiter und das ist aber nicht hier so gemeint und das ist, sie will dann ein anderes Bild aufmachen. Das schreibt sie und ich finde, dass tatsächlich das Vehikel der Schrift noch mehr im Vordergrund stehen muss bei diesem Buch als in beiden anderen, die wir auch schon hatten, weil ohne die Schrift, ohne dieses Vehikel kriegen wir nichts hin. Dann ist das Fotobuch gescheitert. Ich wollte gerade sagen, dann ist das Fotobuch gescheitert, wenn es in die Schrift geht. Ach, naja. Dann ist gescheitert. Also, das ist nicht so ganz so streng. Also, das ist schon total sehr lustig, als sie nämlich eine kurze Geschichte Indiens, also zweites Jahrhundert vor Christus, das Kama Sutra wird erfunden, 1845, es wird britische Kolonie, 2014, eine Frau, der Name mir jetzt entfallen ist, wird im Bus vergewaltigt. Also, wie sie die Geschichte zusammenfasst, also auch das ist als Text natürlich grotesk. Das ganze Buch ist natürlich total geht's. Grotesk. Was mir gut gefällt, das sieht man jetzt auch gerade, sind diese privaten, diese Vernacular-Fotografien. Das sind auch nochmal eine zusätzliche Ebene, die in Richtung dieser auch vielleicht Zeichnungen geht. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, wo diese privaten Bilder, das sind ja dann wirklich
so wird ist es ja dann, das sind ja die, so ist es ja wirklich. Also ich meine, das ist ja die Realitätsebene, die wirklich eine Rolle spielt. Das finde ich eigentlich sehr erklärend, so, weil da, also da habe ich jetzt den meisten Zugang zu. Ich denke, okay, das alles andere ist mir echt ein bisschen konstruiert, also, und die blauen Arme verstehe ich auch nicht ganz. Das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Eigentlich hätte es diese Synthese am Schluss sowieso nicht unbedingt gebraucht, finde ich. Aber diese Einschübe von diesen vorgefundenen Narrativen. Und das finde ich aber schon echt spannend, also wie diese Sachen reingesetzt sind, wie sie auch teilweise ein Bild nimmt und noch auf derselben Seite grafisch sehr schön anordnet, finde ich. Technisch finde ich großartig gut gemacht. Absolut. Nochmal einen Ausschnitt, nochmal, als ob man da so reinzoomt, das aber noch kombiniert mit anderen, also wie die Bilder angeordnet sind und was dann für ein Gedankenstrom dabei entsteht, wenn man sich dem hingibt. Das finde ich großartig. Aber ich habe noch nie aber so viel Aber man hätte das irgendwie schon mit besser fotografiertem Material, also das eigene Material. Aber da habe ich drüber nachgedacht, ob man das wirklich machen kann. Also ich meine, wir wissen, wie große Teile Indiens ausschauen. Es ist sehr chaotisch und es ist wahnsinnig, also es ist irgendwie, hat so eine starke Patina und es gibt überall auf der Straße die, also ja, also jetzt finde ich natürlich jetzt in einer schwierigen, alles platt. Und das kannst du jetzt nicht in einer Fotografie, wie das der Herr Kudasch macht, machen. Also was ich finde, also ich würde gerne mal über die große Struktur sprechen. Ich finde, die großen Ideen und großen Linien des Buches funktionieren ziemlich gut. Nämlich, ich verstehe, was ich vorher nicht wusste, dass indische Männer zwischen zwei ganz unvereinbaren Idealen feststecken. Nämlich, dass sie im Prinzip sehr viele als Arbeiter einfach nur Rädchen sind, also siehe wie gerade hier beim Ziegelmachen, also genau wie Charlie Chaplin bei Modern Times, ein Rädchen in einer wahnsinnig schrecklichen Maschinerie, dass sie aber in ihren Beziehungen, in privaten Beziehungen, plötzlich die tollen Kerle sein müssen. Und das kommt natürlich, beides kommt raus. Niemanden anfassen dürfen. Ja, dass sie Rädchen sind, kommt raus in den ganzen Bezügen auf Charlie Chaplin, in diesem zweiten Teil des Buches, wo sie plötzlich durch die Mangel gedreht werden. Wo dann irgendwie plötzlich, also es wird ja auch parodiert, dieses, wo der durch dieses riesige Zahnrad gedreht wird. Und dieses zweite Element, dass die indische Gesellschaft voller Gewalt und Missachtung gegenüber den Frauen ist und dass sie ein gigantisches Problem hat damit, was natürlich auch aufgrund dieser totalen Schizophrenie, wie der Mann sein muss, aufgrund dieser Rolle, was ja auch entsteht, drin beschrieben ist. Ja, was auch beschrieben ist und was man alles sieht. Also diese große Sache funktioniert für mich herrlich. Und dass dann plötzlich ein Arzt irgendwie mit 16 Jahren oder so plötzlich denkt, ach, das neue Rollenmodell für uns Inder wäre eigentlich Charlie Chaplin, weil der ist eigentlich auch eine arme Sau, muss arbeiten wie ein Verrückter und ist eigentlich ein Nobody und hat kein Geld und ist in einer riesigen Maschinerie, aber er ist trotzdem ein anständiger Typ. Nee, und das finde ich total. Das denkt er ja gar nicht. Der denkt, der ist Slapstick-Fan. Also der denkt da jetzt nicht, wir haben dieses Rollenmodell. Das denke jedenfalls ich. Naja, das stimmt nicht. Weil was ist der Slogan bei den Impersonatoren? Das ist nicht nur be happy, sondern auch noch be good. Genau, das ist ja Charlie Chaplin vielleicht. Ja, gut. Aber das ist doch ein Fan-Sein. Ich glaube nicht, dass es ein gesellschaftlicher Konflikt ist. Aber das überhaupt nicht. Ich habe das so verstanden. Das sehe ich in den Bildern. Ich verstehe das als ein alternatives Rollenmodell. Also ich finde, die Faszination ist, weil hier auch so ein Geknechteter ist, der aber trotzdem versucht, das Richtige zu tun. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das funktioniert für mich. Und dann funktioniert für mich plötzlich auch das mit dem Blau. Weil Blau heißt halt, wie gesagt, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das heißt einerseits, ich bin Blue-Collar-Worker, ich bin andererseits aber ist in mir das Göttliche und das Gute wirkt in mir und das Spirituelle wirkt in mir. Also auf der großen Ebene funktioniert das. Auch das mit dem, Männer dürfen sich als Gruppe anfassen, aber wenn sie einer Frau begegnen, dürfen sie die nicht anfassen, was natürlich zu einer Verkürzelung führt. Und ich finde, letzter Punkt, die Fotos können nicht besser sein, weil sonst würde sich die Autorin total über diese Gesellschaft erheben. Also du kannst nicht, Richard Billingham kann seine Familie, die total abgefuckt ist und irgendwie wo alles total verdreckt ist oder so, nicht fotografieren wie Ansel Adams, weil dann heißt jedes Foto, aber guckt mich an, ich bin besser. Also sie macht einfach schwache Fotos, alles mittig, überhaupt keine Raffinesse, schlechte Tonwerte, fürchterlich inszeniert, unterbelichtet, überbelichtet, schlecht geblitzt. Also die Fotos sind eine totale Katastrophe, passend dazu. Ich glaube, sie kann nicht anders fotografisch. Und es wiederholt sich irre oft alles. Nein, in dem Buch darf sie nicht anders, glaube ich. Ja. Ich muss... Ja, also so weit von mir. Ich verliere den Faden, ich zitter gerade ein bisschen, weil ich muss eins klarstellen. Im Anfang, ich bleibe beim Wort, es ist echt schlimm, am Anfang steht geschrieben, dass er gerne diesen Club für Charlie Chaplin-Imitatoren öffnen möchte, weil er die Rolle
von Charlie Chaplin gerne den Indern als gutes Beispiel. Die können sich daran ein Beispiel nehmen. Und deswegen komme ich auf die Idee, dass The Perfect Man sich daran anlehnt und dass das alles darauf aufgebaut ist, weil das Intro ist ja auch noch zusätzlich von Kamasutra-Besetzer und dann Vergewaltigung. Das ist ihr Kapitel, was sie aufmacht und wo sie dann ja auch diese Hände immer uns zeigt, einzeln zeigt, wie die Nähe zwischen den Männern sein darf, weil die meisten Hände, die da gezeigt werden und gezeigt werden, sind die Art und Weise von Berührungen, die gemacht werden dürfen zwischen Männern. Also dieses leichte Tappen an der Schulter, eben etwas Freundliches ist oder eben so dieses merkwürdige Einhaken. Was aber noch eine, es gibt noch ein ganz anderes Abbild und zwar ist das, es gehört eben nicht dazu und zwar das sind Mudras, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das sind Gesten, die Energie lenken, und wenn die Hand nach oben zeigt, ist das ein ganz bestimmtes Mudra, und zwar ist das Chin-Mudra, und es soll uneingeschränktes Bewusstsein bedeuten. Ich sitze jetzt hier, uneingeschränktes Bewusstsein, Harmonie, und das ist das, was uns als größtes Symbol begegnet. Und das aber im Kontrast dazu, wie sich die Männer immer berühren dürfen und immer wieder diese Sätze, die dazwischen stehen, Frauen dürfen Männer aber nicht berühren, Frauen berühren auch ausländische Männer nicht, und dann diese Bilder in diesem zweiten Einschuber, die gehen eigentlich nur darum, so lese ich die. Erst wird eine Frau gezeigt, dann wird eine Frau tanzend gezeigt, wo ein Mann drauf guckt. Und dann gibt es Bilder, wo ich lange überlegt habe, was soll das jetzt? Jetzt sind wieder Männer auf einmal da. Aber ich sehe, das sind lackierte Fingernägel, die in diesen Augen rummachen. So als wenn die Augen öffnen will der Männer. Und dann gibt es auch noch ein Bild, wo ein Frauenfinger, lackierte Fingernägel, ich weiß nicht, ob es wirklich Frauen sind, in diesem Gesicht, das Gesicht wegdrücken einfach. Also die wollen diese Männerrolle, diese brutale, wie sie am Anfang gezeigt wird, wegdrücken. Und am Ende steht eben die Frage, was ist denn eigentlich der ideale Mann? Wie soll der sich überhaupt geben? Also auf jeden Fall kein Vergewaltiger. Die Frage an diejenigen, die es wirklich schlecht finden und die irgendeine Aversion empfinden beim Buch, nervt es euch, dass erstens die Fotos so schlecht sind, und alles so grausuppig und so, und nervt euch auch, dass es alles eine endlose Wiederholung ist, weil es ist ja so, ne? Es gibt ja jedes Bild 20 Mal, 25 Mal, es wird eine einzige Wiederholung. Das macht es wirklich noch schwieriger. Also das fordert dann einiges ab. Ich würde trotzdem gerne sagen, es gibt auch verdammt geile Bilder. Es gibt eine heilige Kuh, die am Zementmischer angebunden ist. Es gibt einen Mann, der in Autoreifen als Schutzpanzer steht. Es gibt eine Frau, die einen Hahn, für mich ist das ein Hahn, hochhält. Es gibt einen Mann, der so tut, als wäre der Wolverine von den X-Men, als wäre der supermännliche Unsterbliche. Es gibt Ruinen, es gibt Männer, die sind ganz in Weiß der Unschuld, so sehe ich es als Westler, angezogen. Es gibt einen Mann, der hat eine Kugel, einen Ball in der Hand. Es gibt den Mann, der es ganz stolz Mann, der auf der zwei Vespa... Kugeln vor die Augen hält. Ja, es gibt einen Mann, der ganz stolz auf der Vespa posiert, als inszeniertes Foto beim Fotografen, was man macht. Und dann gibt es den wirklichen Mann, der eine wahnsinnig dilettantisch verbundene Hand hat. Also ich finde, es an gibt einer, auch an einer Vespa auf einer Vespa. Und dann gibt es das Bild nämlich noch, wo ganz viele Vespas am Ende ja, stehen. Also es gibt schon auch witzige, geile Bilder da drin. Sie macht es einem halt wahnsinnig schwer, weil es so endlos wiederholt wird und weil die Bilder so schlecht ausschauen. Es ist viel, aber auch die Bilder, die du gerade genannt hast, empfinde da eine große, große Sortierung drin, die sie macht. Ne? Du hast eben am Anfang gesagt, am Anfang kommen diese ganzen Charlie Chaplins rein. Am Ende haben wir nur noch diese Männer in den merkwürdigsten Posen mit den blauen Armen. Ja. Also wo ich jetzt denke, okay, sind die jetzt Gott oder sind die jetzt Arbeiter oder sind sie beides oder sind sie vielleicht Charlie Chaplin? Ne? Aber was sie sind, am Ende, haben wir ja schon gesagt, das ist ja so das Schlusswort, so die Synthese hast du, glaube ich, eben gesagt. Da sind die halt isoliert, das ist mal ein Mann, in so einer absurden Situation, in irgendeinem käfigartigen Volumen.
Und irgendwas ragt raus, ein Arm oder er hängt da irgendwie so ein bisschen über dem, das ist auch ein Zitat aus dem Film, hängt da so über dem Dings da so drüber, über so einem, ist auch über so einem, keine Ahnung, so erhöht auf jeden Fall. Das sind alles so, wo die Männer isoliert sind und nur noch so Einzelteile sind sichtbar und die sind blau gefärbt. Also das Blau symbolisch, die Bilder, Zitate vielleicht aus Charlie Chaplin-Filmen, könnte ich mir vorstellen. Ja, habe ich auch schon gedacht. Bedeutet das jetzt, dass das das Ideale, dass das der perfekte Mann ist? Es kommt am Schluss aber auch noch das Taubenpaar. Es kommt am Schluss noch ein paar Tauben, die so turteln. Also, ja. Also wenn ich die gesagt, wir haben so eine merkwürdige Auswahl an Büchern heute, habe ich, also hast du eben, glaube ich, auch schon festgestellt. Die letzten drei Bücher, die finde ich teilweise echt so mit Symbolik und mit Text und man muss alles Mögliche verstehen, damit man weiß, einen Zugang hat. Aber finde ich jetzt wirklich, es ist auch ein Fotobuch. Also ich sage nicht, ein Fotobuch darf keinen Text verwenden, aber finde ich jetzt wirklich die Fotografie so spannend? Ist es wirklich das, was mich hinreißt? Ein Tyler Mitchell, der kommt völlig ohne ein Wort aus. Der hat lauter Bezüge. Das stimmt überhaupt nicht. Riesen Aufsätze braucht Tyler Mitchell. Das ist ja. Und ein Aufsatz, der ihn total lobt und sagt, wie toll er ist. Ich habe bei den letzten drei Büchern versucht, ohne Text klarzukommen. Keine Chance. Tyler Mitchell kann ich mir ohne Text angucken und ich weiß genau, worum es geht. Wenn ich mir dann noch angucke, okay, es gab noch eine Ausstellung, denke ich, okay, noch eine Ebene mehr. Das ist aber nicht, dass ich irgendwie ein unglaublich aufgeblasenes, intellektuelles Gedöns im Hintergrund habe, um dann schlechte Bilder als tolle Kunst zu verkaufen. Und solche Bücher mag ich nicht. Ich finde das Wort Gedöns nie, aber ich finde das auch ein ganz großer Unterschied. Also ich kenne das nie, vielleicht ist das so ein rheinischer Begriff. Ja, das ist ein rheinischer Begriff. Aber ich ein Riesenaufwand für einen relativ kleinen Ertrag heißt das. Aber ich finde, okay, jetzt habe ich es. Aber ich finde, dass sowohl Caroline Drake als auch Gabor Kudasch kann ich ohne diese Texte lesen. Ich mache immer das so, ich habe die Texte von dem da Tyler Mitchell nie gelesen. Und Opus schon gar nie. Also weißt ja, was er immer sagt. Aber, das ist wirklich langweilig, das Interview. Aber ich finde so, das funktioniert auch so. Und hier bei der Medell habe ich diesmal das Gefühl, bei anderen Büchern ist es überhaupt nicht so bei ihr, habe ich diesmal das Gefühl, ich will mich nicht dem aussetzen, dem folgen zu müssen, dass ich das alles jetzt akzeptiere, dass sie diese ganzen Kunstgriffe verwendet, damit ich zustimme und das dann gut finden kann. So geht mir das bei dem Buch total. Na, das ist sozusagen, ich muss den Charlie Chaplin-Film sehen, ich muss diese Texte lesen, ich muss sagen, aber die Texte sind noch mini, das sind noch ja, nur einzelne aber ich will es nicht. Ich will einfach mal diesen, also eine Bildstrecke, eine Sequenz ist eine Erzählung, also für mich auch. Ne? Und das funktioniert bei Kudasch, das funktioniert bei Tyler Mitchell und auch bei Carolyn Drake. Ich muss Faulkner nie lesen, muss ich überhaupt nicht. Also bei Drake funktioniert es nicht. Nee, ich finde, Drake das funktioniert total. Ja, du, ich nicht. Naja, dann sind wir unterschiedlicher Meinung, das ist ja gut. Aber also, es stimmt auf jeden Fall, dieses Buch von der Midell ist total aufgesetzt, Christina der Midell. Also es ist so, als ob du das Buch... Also gutwillig, also ich finde es ja sofort alles interessant, aber es ist, als ob das Buch dir ständig Tritte verpasst, dich rauszuschmeißen, während du es anschaust. Also und ich weiß jetzt nicht genau, kann man das dem zugutehalten oder ist es schlecht daran? Ich weiß es nicht. Also man kriegt einen großen Widerwillen, weil es so schlecht ist und weil es sich wiederholt und weil es so insistiert und weil es so ein Konstrukt ist und aufgesetzt ist. Das sagt sie übrigens selber. Genau wie die anderen beiden, der letzten beiden Bücher, die wir besprochen haben, hat sie das Problem, dass sie jetzt nicht einfach als Westlerin aus dem Flugzeug aussteigen kann und das Hauptproblem der indischen Gesellschaft, nämlich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und das Selbstbild der Männer in dieser Gesellschaft, einfach von oben herab fotografieren kann. Deswegen sagt sie, ich brauche ein Konstrukt, um das zu ironisieren, beziehungsweise um es eben als ein von mir gemachtes Konstrukt zu nehmen. Deswegen war sie begeistert über diesen Fund dieses Clubs von Charlie Chaplin, weil jetzt kann sie das plötzlich alles machen. Und natürlich an jeder Seite dieses Buches, durch die Zeichnungen, durch die handgeschriebenen Texte und durch diese Wiederholungen und wie auch das Layout, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne, dass die Bilder ständig auf diesen Blättern verschoben werden gegeneinander und dass die Bilder auch manchmal einfach total wiederholt werden, dieselben Bilder. All das zeigt ja diese Konstruktion und das macht sie natürlich deswegen, weil sie selber sehr weiß, dass dieser Blick von einem Outsider immer eine Konstruktion ist. Ich finde auch, dass das echte Probleme hat, das Buch. Ich aber es ist schon echt ein Versuch, Versuch, es sind alle Versuche heute Abend. Das Respekt, ich ja. Also ich finde, Respekt, ich finde, es gibt im Moment, wenn diese, wie du Einleger gesagt hast, wenn dieses offenen Papiere kommen, da ist beides mal plötzlich so eine, auch wenn es im ersten Teil mit den vermessenen Männern düster ist und im zweiten sich ja so öffnet mit den Frauen und dem Blick vielleicht auch der Männer auf die Frauen,
dass die so ausfallen, dass sie so verschieden sind zu allem anderen in dem Buch, das zeigt eigentlich das ganze Konstrukt so. Stimmt. Und ich finde, dass sowohl die Drake als auch der Kudash, Tyler Mitchell muss man wirklich rausnehmen, weil er sozusagen zwei Blicke gegeneinander setzt, unseren weißen europäischen vielleicht gegen seinen eigenen inneren, auch biografischen Blick. Aber in den anderen Fällen ist es so, dass Fotografen versuchen eigentlich sozusagen in eine andere Welt zu entschlüsseln für uns, ja, in gewisser Weise. Kudash geht mit den Arbeitern los und sagt, let's have fun. Und sie baut halt ein Konstrukt auf, aber das funktioniert für mich nicht. Ich finde, das Buch ist geil designt, das ist gut gemacht, hat toll gedruckt, die verschiedenen Papiere, aber genau in diesen beiden Einlegerbildstrecken wird es irgendwie klar, dass es eigentlich zusammengesetzt ist, aber für mich überhaupt nicht funktioniert. Und es nimmt mich nie mit. Und ich komme auch nicht am Ende zu dieser Quintessenz zu sagen. Weißt du, was das Witzige ist? Es funktioniert im Kopf total gut. Ich kann es wahnsinnig gut lesen und entschlüsseln. Du kannst es total gut erklären. Und emotional funktioniert es bei mir leider auch nicht so toll. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich richtig Herzklopfen kriege, weil ich es immer wieder anschauen will. Also das ist bei Kudash anders. Das ist bei mir so. Bei mir, du sagtest, du kriegst einen Widerwillen und bei mir kommt dieser Sog. Ich möchte immer mehr wissen. Aber ich bin ja immer, das weißt du noch nicht, ich bin immer die Vertreterin des Rhythmuses. Und ich kann euch nur sagen, nee, hier nicht. Die bringt mich so aus dem Konzept. Ja. Weil die, und für mich ist es zu viel. Es hätte Reduktion gebraucht. Ich finde gar nicht, dass man in die einzelnen Ebenen reduzieren. Ich komme mit den Ebenen gut klar, so wie du auch sagst. Die kommen bei mir an. Aber warum muss ich denn dann jetzt noch die turtelnden Tauben über Meterweise haben? Und warum muss ich dann noch die Gebäude, die gebaut werden, von den Männern, die natürlich arbeiten, auch noch da drin haben? Das ist keine neue Ebene, die da erschaffen wird, sondern es ist eine weitere Erzählung, die da geschaffen wird. Und es ist von jeder Ebene einfach von diesem Konvolut der Fotos, die in jeder Ebene immer noch zu viel. Ein Stück drauf. Genau. Es gibt kein dramaturgisches Konzept, keinen dramaturgischen Bogen. Ehrlich gesagt, am Schluss kommen Ruinen. Aber es gibt nicht so einen richtigen dramaturgischen Bogen. Es kommt immer noch eine neue Ebene und das nächste Stück. Und am Schluss zeigt sie eigentlich, dass Indien so nicht weitergebaut werden kann, weil da so viele Ruinen und so viel gescheitert ist. Also eigentlich passen würden da diese verformten Backsteine total gut passen. Mit dem kann man nämlich kein Haus bauen. Sind wir eigentlich durch? So ziemlich. Aber dann ist das, sie tuchteln immer miteinander, die Tauben, und sie bauen sich aber in uns Endliche. Das ist mir dann auch zu einfach. Also solche Bilder will ich auch in jedem Leben. Aber also es hat Schwierigkeiten. Ich habe das Gefühl, wir haben es irgendwie ganz gut entschlüsselt. Drängt jemand von euch, das noch zu ergänzen? Ich will einfach nur sagen, dass wir heute wirklich, finde ich, so die Auswahl der Bücher am Ende war so toll, weil wir immer so verschiedene Sichten auf hermetische Welten haben, die uns eigentlich fremd sind und die wir uns hier total auch jetzt ein bisschen dann auch gezofft haben damit. So. Und die mal gelingen und mal nicht gelingen, meiner Meinung nach. Ich würde so aber gerne das Scheitern ist großartig, vielleicht auch. Das fand ich, also am Schluss habe ich habe entdeckt bei der Beschäftigung mit den Büchern, wie viel Beziehung zwischen den Büchern herrscht. Am wenigsten zu Tyler Mitchell, weil der anders arbeitet, aber auch zu dem, weil auch das ist ja sozusagen eine eigene gebaute, konstruierte Welt, muss man ja sagen. Die haben wahnsinnig viel Beziehung entwickelt. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das eine Bewegung ist, wo man einfach... Ja, glaub ich einfach, das Unschuldige, ich fotografiere was in einer fotojournalistischen Art als Dokumentar und das ist dann die Wahrheit, irgendwie läuft das nicht mehr so. Und ich glaube, daran arbeiten diese Magnum-Fotografinnen, beide, und dabei arbeitet lustigerweise auch der Kudash. Ne? Also das hat, für mich war das deswegen ein sehr rundes Quartett. Und auch mit euch natürlich. Ja. Ich habe aber noch eine Frage an die Simone. Genau. Würdest du mal wiederkommen? Ich habe so wenig von dir gehört. Magst du es gar nicht? Oh. Ja. Nein. Wollen wir jetzt wieder anfangen? Wirklich? Nein, schon gut. Nur weil ich so wenig gehört habe. Ich habe schon wirklich mal überlegt, ob wir in Zukunft mal abstimmen wollen. Das war beim Literarischen Quartett immer so, wer ist wer für welches Buch oder so. Aber heute gab es ja auch ziemlich schön Opposition. Das fand ich alles sehr spannend. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch als Gästen Gast und bei euch beiden als mein Kollegen. Dank. Danke euch. Wir bedanken uns beim Fotoszene Festival, diesmal Fotoszene United, und ganz herzlich natürlich bei den Zuseherinnen und Zusehern. Bitte schaut mal ins Festival rein, laufen noch schöne und spannende Veranstaltungen, seid dabei. Auch morgen. Ab September, wenn die ganze Welt wieder gut ist, auch wieder live und in Farbe und nicht in dem Stream. In dem Sinne, deine Worte in Gottes Ohren. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Schön, dass ihr da wart.